Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe im Odinor Shop mir schon gesagt, dass ich mir ein Compressed Air Duster, ein Druckluft-Staubtuch, steht wirklich so drauf, geholt habe. Wollte ich schon immer mal haben. Weil ich was zurückgeschickt hatte, ich hatte mir so eine elektrische Pumpe bestellt, die habe ich zurückgeschickt, habe dann Geld wiedergekriegt, habe mir dann Matten für das Auto bestellt, da war noch Geld drin, dass ich den holen konnte, der war nämlich im Preis reduziert. Und den wollen wir jetzt gleich mal auspacken und uns mal angucken. Ich wollte schon immer so ein Ding haben für einen PC, wegen sauber machen, wegen Druckluft. Ja, dann brauchst du nichts anfassen, einfach und dann ist es da sauber und der Staub weg und so und du brauchst nicht anfassen oder wo irgendwas kaputt gehen kann. Oder auch für das Auto oder wo kleine Rillen, wo du mit dem Staubsauger nicht rankommst. Ganz einfach, pfft, dann kannst du wegpusten. Mit Tuch kannst du ja rinstoppen und so ein bisschen sauber machen. Aber du musst ja vorher da erstmal alles rauskriegen. Und manchmal geht es mit dem Staubsauger halt nicht. Und da ist dann so ein Druckluftding. Gut, kannst du pfft, weg. So, dann würde ich jetzt mal umbauen und die Kamera hier ran machen und dann sehen wir uns gleich in der Unboxing-Ansicht. So, und wir sind jetzt in der Unboxing-Ansicht. Wie ist die Kamera schräg? Oder habe ich das Gefühl, dass es schräg ist? Oh. Compressed Air Duster Druckluft-Staubtuch. Auf der Rückseite sehen wir dann halt die Typenbezeichnung, Aufladen mit USB-C. Endlich hat USB-C Einzug gehalten, auch bei den China-Produkten. Modell ist das Nummer 1019. Ja, und die Maße stehen halt hier und cleverst.com, Support cleverst.com hat man dann halt auch noch eine Webseite und so. Da müssen wir mal gucken, ob es sie überhaupt gibt. Hier steht auch der Name cleverst. So, dann gucken wir mal rein. Also der ist kleiner, als ich gedacht habe. Hier haben wir irgendwie einen Plastikschlauch. Ich packe erstmal aus. Ein Beutelchen. Viel Papiermüll. Also ich weiß nicht, ob das sich einer durchliest. Also ich lese es mir nicht durch. Ein USB-Kabel. Und zwar USB. USB-C. Ein auch süß. Kleiner Aussatz. Mit Borsten, ein schmaler mit Borsten, kann man das abmachen, man kann es auch abmachen und hat dann einen breiten. Dann haben wir hier, ach guck mal, also da solltest du wirklich in jede Ecke mitkommen. Und dann hätte ich ja noch einen größeren. Ah, okay. Hier saugt er. Oder? Ach doch, da ist eine Klappe. Cool. Mal gucken, wie wir das wieder zukriegen. So. Ding an sich und einen Schlauch. Aber wozu einen Schlauch? Und Schlauch haben wir auch noch. Der leider hier arg geknickt ist. So.
Press AC Cable to. Ja, das muss ich mir übersetzen, was hier steht. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Na komm, so. Aber durch mein Zittern mache ich es nicht gerade besser. So, jedenfalls das Gerät. Da müsste man mir mal erklären, wozu das sein soll. So, das Gerät, der Behälter, dann halt diese zwei kleinen Pinöpelchen, dann die Düse, also praktisch die Breite mit Puschel, schmal, USB-Kabel, Plastikschlauch und dann nochmal so ein Adapter hier, so einen breiteren. Und ein Tütchen und Klopapier. Das ist alles mit bei. Gucken wir mal, hat der auch Power? Warte mal. Hat momentan keine Power. Ladeanzeige. Ladeanzeige. PIS. Oh, hier steht PIS. Verwenden zum Aufladen ein Wechselstromkabel. Kein CC-Kabel. Kein CC-Kabel. Okay. Vielleicht hat er einen Sicherheitsmechanismus, dass wir das hier erstmal drauf machen müssen. Aber wie? Ja, da müssen wir wahrscheinlich doch mal die Anleitung durchlesen. Also das wird wahrscheinlich dann einfach so drauf. Nee. So. Da haben wir jetzt keinen Strom drauf. Aber ich habe ja alles da. Boah, da brauchen wir den USB-C-Kabel hier nicht raus auffriemeln. Nehme ich mal den kleineren hier.
So, hier steht ja noch was. Warte mal. Google Übersetzer. Erstens drücken Sie zum Einschalten 3 Sekunden lang die Ein- und Aus-Taste. Auf dem Produkt für weitere Details bitte Beschreibung lesen. Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie gewissen Verwendung auf Ladeanzeige neben dem Ladeanschluss. Okay, neben dem Ladeanschluss ist... Okay. 1, 2, 3. Ah! Ah, okay. Eins, zwei, drei. Oh, mit Licht. Oh. Und jetzt nur Licht? Und das Ding hat mehr Kraft, als ich gedacht habe. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Ding so viel Kraft hat. Aber nichtsdestotrotz. Ah, ich glaube, ich hab's. Ah! Alles klar. Alles klar. Okay, also das Breite brauchen wir auf jeden Fall. Das ist dafür, dass wir dann halt hier saugen können. Das müssen wir hier rauf machen. So. Und da ist er dann auch abgeschrägt. Aber wir haben dann halt nur diese breite Tülle zum Saugen. Keine schmale Tülle. Dass man halt so ein bisschen saugen kann. Nein, wir haben eine breite Tülle. Damit zieht er halt kaum was, logischerweise. Und wenn wir das dann halt nicht mehr wollen, machen wir das ab. Ja, machen das drauf. So. Eins, zwei, drei. Also das hat wirklich mehr Power viel mehr Power als ich gedacht habe. Ich kann euch das mal demonstrieren. Och, die Saugleistung. Es ist jetzt nicht kein echter Staubsauger logischerweise, aber gut. So, erste Stufe.
zweite. Dritte. Da muss ich aufhören, der bläst hier alle drum. So. Zeige ich euch das mal. Ich mache die mal hier zusammen. So, ganz normal zusammen. Hier ist auch ein Loch drin. Also nicht, dass er denkt. Warte mal, nehmen wir eine andere. Nehmen wir mal die hier. Nee, müssen wir die nehmen. Aber hier ist jetzt schon Klebeband drauf. Scheiße. So. Ich nehme jetzt mal die, da war das Gerät drin. Wie gesagt, da ist hier ein Loch und auf der anderen Seite ist auch ein Loch. Ja? Also nicht wundern. So. So, jetzt. Ich halte die ganz normal fest, ja? Und ich mache jetzt einfach mal die erste Stufe. Eins, zwei, drei. Ja, seht ihr das? Hier. So, zweite Stufe. Dritte Stufe. Geile Sache. Wirklich geile Sache. So. Und dafür, was man hier alles mitgeliefert kriegt, ist es echt schön. Ich mache mal dann nachher noch ein knapperes Video. Hm. Erstmal wieder alles hier hinräumen, damit ihr das sehen könnt. So, die Tasche ist mit bei. Dann dieser Schlauch. Wofür ich immer noch nicht weiß, für was der sein soll. Ja. Das Produkt. Machen wir mal so. So, damit das auch drauf ist. So. Dann haben wir hier den Filter. Das Teil für den Filter. So. Stromkabel. Und die Dülle. So. Damit man auch eine schöne Übersicht hat. Hä? Das Messer war doch eben nicht hier. Ich habe doch gerade das Unboxing gemacht und habe ein Messer gesucht. Hier ist es. Das hat hier vorne liegen. Aber das hat nicht hier liegen. Ich habe doch geguckt. Ja, und dann halt hier noch. Der obligatorische Papierabfall. So. Das ist halt das ganze Paket, was ihr bekommt. Also 59 Euro, glaube ich, Normalpreis. Dann gibt es auch Rabatte und so. Wie gesagt, ich habe jetzt so 20 oder so bezahlt. Weil da irgendwie welche Rabatte, irgendwelche Prozente und dann, keine Ahnung, Kauf 2 oder kauf mindestens 3 und ich keine Ahnung, die haben so einen Haufen Sachen, was du mal aktivieren kannst bei Amazon. Wenn ich irgendwas sehe bei Amazon, ich aktiviere immer, wenn da irgendwie was steht mit Rabatt. Egal, ob ich es jetzt kaufe oder nicht, vielleicht ist später mal, ist es wichtig, dass ich das aktiviert habe, wenn ich es in einem Monat kaufe oder vielleicht ist ja auch mal ein Fehler innerhalb vom Netzwerk, dass ich halt bei so einem Staubsauger halt irgendwie Prozente mir aktiviere. Und das halt dann zählt bei einem Spiel oder so. Man muss ja mal positiv denken. Ich weiß, es ist Quatsch, passiert nicht. Aber ich habe schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Also, man sollte niemals nie sagen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.